Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Valheim. Der eisige Norden ist da. Ich wollte eigentlich eben gerade die Aufnahme starten und schon geht's hier los. Eine Welle. Nein, die Schweine sind frei. Die Schweine sind frei. Ich kotz ab, meine Schweine. Die zerstören die ganzen Schweine. Ich brauche Flugabwehr. Mich hat's gerissen. Schnell raus, schnell raus, schnell raus. Die zerlegen mir die komplette Basis. Jetzt stirb schneller. Mann, 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 Achim. Schnell, komm, 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 komm. Raus da. Raus, schnell. Na, los, spawne. Kacke. Wo ist er? Da ist er. Mist. Wie komme ich da an? Ich muss am besten aufs Haus da hoch. Scheiße. Der ist zerlegt. Wo ist der andere? Scheiße. Die Schweine. Kacke. Da ist er. Wo noch? Wo sind noch Gegner? Da sind noch. Nur weil ich ins Schneegebiet vorgedrungen bin, ey, habe ich jetzt hier den Mist an der Backe. Haben wir es? Oh, wow, was eine Hetze. Na, da so startet aber eine Aufnahme, ey. Mann, ey, Achim. Genau, geht mal wieder rein. Ups. Da liegen ein paar Schweinchen rum. Naja, immerhin habe ich ein bisschen Fleisch, ne? So, der Rest ist auf freiem Fuß oder haben sie sich hier wieder verpieselt? Alle tot. Hier seht ihr meine Vorbereitung. Ich wollte euch eigentlich gerade überraschen in der Aufnahme und direkt hier hingehen, ohne diese Hektik. Ich bin gerade aufgestanden, habe hier ein bisschen Holz gefarmt. Bei der letzten Folge haben wir uns ja von den Bergen runtergemacht und ich habe gesagt, ich will noch ein Portal setzen. Dann habe ich gedacht, nee, ich baue jetzt nicht das Portal im Sumpf ab, ich baue lieber ein zweites, was oben auf dem Berg ist. Hallo. Kann ich dich locken? Warte mal kurz. Habe ich irgendwas? Nix dabei. Na gut, komm her. Es tut mir leid. So, hier ist aber wieder dicht, ne? 2, 3. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schweine maximal dezimiert. Oh nein. Haben wir echt nur noch so ein paar über? Mensch, also die Drachen sind echt fies. Was machst du denn da? Da kannst du eigentlich nur überdachen, ne, die Schweine. Dass sie nicht direkt von oben runterballern. Was haben sie noch zerstört? Hier ein bisschen.
Ah, ich glaube, die wollten auf die Werkbänke auch los. Was haben sie noch erwischt? Ich sehe sonst nichts Kaputtes. Die Werkbank. Wie geht's den Bienen? Sind die noch in Ordnung? Und die Bienen summen vor sich hin. Wie geht's den Rüben? Die sind erntereif. Verdammt, ey, kommt hier einfach mal so eine Welle. Ich wollte hier ganz gechillt, wollte ich ein bisschen Vorbereitung treffen. Ich wollte mich mit euch ein schönes Portal ausbauen, damit wir mal ein bisschen Abwechslung haben. Und dann hast du hier erstmal Action in der Basis. So. Jetzt haben wir unsere erste Rübenernte, da können wir uns auch mal so eine Rübensuppe gönnen. So, ach ja, es sollte eine ganz gechillte Baufolge werden. Was ist passiert? Die sind hier am Durchdrehen. So, Rüben, Saatrüben. 1, 2, 3, gucken, ob welche übrig bleiben. Aber müssten eigentlich. Dann können wir uns nämlich die erste Rübensuppe kochen. Da kam der eisige Norden vorbei und hat mir erstmal schön das Frühstück verhagelt. So, das müsste reichen, um ein Feld zu bestellen. Wie viel sind übrig geblieben? 11 Stück. Guck mal, da können wir noch was mit anfangen, oder? Was ist das denn hier? Wer hat denn hier so stark geraucht? Sehr übel. Durchreparieren. So, und bevor wir jetzt weitermachen, nehmen wir uns hier nicht so viele Schweine, ne, die da noch sind. Nehmen wir uns mit 6 Stück mal mit und füttern kurz die Schweine, damit wir wieder ein bisschen schnackseln können. Und wir müssen noch mal gucken, ob wir vielleicht höherwertige Schweine finden hier in der Umgebung. Wo seid ihr, Schweine? Da. Nein, da sollen sie nicht hin. So. Bitteschön. Schweinchen. Rafft das Schwein das? Oh. Oh. Da ist Liebe in der Luft. Komm mal mit. Du kriegst auch eine. Komm aus der Ecke raus. Komm, Kleiner. Die Drachen sind weg. Vorsichtig, hat Angst. Der Luftangriff ist vorbei. Tja, das sind echt die letzten Schweine, die übrig sind, ne? Mann, ey. Was ist denn das für ein... Warum ist denn hier so... Ist noch mitten am Tag oder nicht? Oder ist schon wieder Nacht? Hier sieht's aus, als würde es in der Hütte brennen bei dem Licht da drin, oder? Ne, es ist Nacht. Deswegen. Ja, dann, ruhen wir uns erst nochmal aus, ne? Ja, das war ein toller Tag. Gerade war ich noch Dinge am Tun und jetzt kommen hier die Schweine rein. Mann, 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 Arim. So. So, Rübensuppe. Na, dann machen wir uns zum Frühstück erstmal eine Rübensuppe. Damit die Schweine wenigstens noch einen sinnvollen Tod gestorben sind. So, die letzten zwei Saatrüben können wir dann ja auch ausbringen, ne? Hier wird doch noch irgendwo Platz sein in der Ecke. So. Du da rein. Dich brauche ich eventuell noch. Und das machen wir ja. Passt. Was liegt hier noch? Noch ein Lederfetzen.
Ja gut, prinzipiell sind das Null-Sterne-Schweine. Und die Null-Sterne-Schweine bringen halt kaum Fleisch. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, das Thema. Von daher, ja, trotzdem irgendwie doof. Tja, was machen wir mit dem ganzen Leder? Das brauchen wir eigentlich nicht. Da finde ich, das müssen wir beim Händler verkaufen können. Das wäre irgendwie eine gute Nummer, wenn man das beim Händler irgendwie loswerden würde. Ich packe das jetzt ja alles hier rein. Ich muss das später eh mal aufräumen. Das Lager muss noch umgewandelt werden. Repariert hatte ich uns schon, ne? Ja, okay. Was eine Aufregung, ey. So, und jetzt zu meinem Ding, was ich euch erklären wollte. Hier hinten hatte ich nämlich den Zaun erweitert. Das habe ich ohne euch gemacht, weil ich dachte, ein bisschen Zaun zu erweitern hier ums Portal. Und ich habe hier praktisch um diesen Altar herum habe ich den Boden geplättet. Meine Idee ist folgende. Wir haben im Moment da oben 5 Portale. Ich hätte jetzt gern ein 6. Portal. Und wir können ja jeweils 2 Portale hier dazwischen stellen, zwischen die Steine. Vielleicht kriegen wir sogar 3 hin. Wir können ja mal kurz gucken, wie groß so ein Portal ist. Da würden sogar 3 meines Erachtens hinpassen. Weil im Endeffekt langfristig brauchen wir noch mehr Portale als diese hier. Und ich würde es ganz gern so machen, dass wir hier den Eingang haben, dass wir hier so reinkommen. So, ne? Ist ein bisschen schade, dass der Stein halt so rumsitzt, aber das lässt sich halt nun mal nicht ändern. Und dann machen wir jeweils 3 hin. Ah, hier passen aber auch nur 2 hin. Nee, das ist nur 2. Gut, wir könnten... Nee, wenn du es sauber stellen willst, passen nur 2 jeweils hin. Hätten wir 6. Ja, wie machen wir das denn? Ich meine, die würden jetzt am Anfang erstmal reichen, die 6 Stück. Hm. Gut, wir fangen einfach mal an. Nicht lange überlegen, sondern bauen. So, dann nehmen wir uns mal hier, was nehmen wir da als Grundlage? Das sind 2 Meter, das sind die 2 Meter kurz. Dann müssen wir hier Kernholz ein bisschen nehmen. Aber wir nehmen normales Holz. Du trägst zu viel. Was habe ich denn so viel einstecken, was so schwer ist? Ah, ich habe den Gürtel nicht an. So. Alles klar. Dann nehmen wir uns hier den 2-Meter-Balken. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie wir es am besten bauen. Weil ich hätte gerne eine gewisse Symmetrie drin. Ich hätte auch gerne einen Holzboden hier. Dass wir das hier so ein bisschen aufbauen, dass es im Kreis geht. Vielleicht können wir die so... Kriegen wir den da dran? Kriegen wir, aber dann kriegen wir ihn hier nicht dran, wa? Weil wir den Boden da nicht sehen. Aber hier haben wir auch den Winkel dann zu groß. Also das Problem ist folgendes. Ich zeige euch mal, was mein Thema ist, um hier einigermaßen eine Rundung hinzubekommen. Wenn ich die Balken so setze, dass ich jeweils einen Winkel baue. Also wenn ich jetzt hier so gehe, da, da und so. Dann habe ich hier eine Rundung. Aber der Kreis wird kleiner als mein Bereich ist, meine ich. Wie kriege ich das hin, dass ich von der Mitte aus das irgendwie ordentlich hinkriege? Einen wunderschönen guten Morgen. Damit bin ich zurück. Ach ja, ein bisschen machen und tun und probieren und setzen. Und ich habe mir gedacht, ich mache hier einfach mal einen Cut, wie ich schon mal bei dem Stegbau gemacht habe. Weil das sind immer so Momente, da habe ich keinen Bock, dass ich da immer wieder mit euch zusammen abreiße und neu hinbaue. Und jetzt haben wir einen einigermaßen Kreis gebaut. Wie habe ich es gemacht? Ich habe das Kreuz in der Mitte erweitert, das habt ihr noch gesehen. Und habe dann einfach Fußbodenplatten reingesetzt, immer so im Schachbrettmuster. Und hier außen so Vierteldinger, die mit Holz dann verziert, die Kanten und dann so einen Querbalken reingesetzt. Und jetzt haben wir hier praktisch die Treppe, den Eingang und den Rest müssen wir mal gucken, wie wir das hier noch abstützen. Eventuell machen wir auch Stützen hier in die Außenbereiche. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Wir machen erstmal das Interface wieder an. Und wir werden auf jeden Fall ein Dach draufsetzen, weil während meinem Bau hat es tierisch geschifft. Ne, geht nicht, ne? Will er nicht. Dann machen wir nicht. Da schütten wir da eventuell noch auf. Und können ja hier so kleine Stützbalken einsetzen. Ist das richtig vom Winkel? So. Zack. Dann haben wir hier praktisch so eine kleine Stütze. Das machen wir auch hier. Dann müssen wir hier die Erde vielleicht noch ein bisschen anheben am Ende. Dann können wir auch die da unten rauslassen, wenn ich die fixiert kriege. Zack. Dann kann die nämlich weg. Ja, das ist der Boden im Schachbrettmuster. So habe ich mir das gedacht.
Und hier müsste eigentlich ein langer rein, aber der will nicht. Oder ist das einfach nur falsch fixiert? Nee, das will da nicht rein. Also kommt hier einfach optisch erstmal ein kurzer rein und dann können wir das ja später noch die Erde hier so ein bisschen anheben. Und hier draußen brauche ich es nicht, weil die liegen ja sowieso auf. Also die Balken liegen ja am Boden. So, dann werden wir mal ein... das wollte ich nicht. Wir wollen das nicht abbauen, sondern wir werden mal ein Dach hier drauf zimmern. Und wie machen wir das am besten? Ich überlege gerade. Wir nehmen auf jeden Fall hier schon mal Senkrechtbalken und ich würde sagen, wir bauen das Ganze zwei hoch. Dass wir das hier so draufsetzen und dann müsste das eigentlich reichen, um entsprechend Portale hier reinzusetzen. Die Portale müssen wir sowieso frei positionieren. Ich habe immer an der Querkante hoch. Ja, so. Oh, out of Holz. Naja. Ja, diese schwebenden Balken. Wieso kann ich den da nicht setzen? Weil ich vielleicht nicht sitze? Man kann doch. Warte mal, wir probieren das mal. Konnte ich nicht mich jetzt hinsetzen? Doch, geht. Aber da muss ich näher ran. Und dann der 5. Ah! Von wegen. Ja, Aufschichten am Arsch. So wird das. Oh, das hat aber den falschen Winkel, sehe ich gerade. So. Zack. So? War das so? Ich weiß nicht, wie der Winkel ist. So, gell? Das ist in der Mitte raus. Ja, so, genau. Nice. Sehr schön. Also hinsetzen, wenn es nicht mal passt. Also, die hatte ich jetzt gerade zu der Kante. Zack. Und dann machen wir erstmal ein kleines Grundgerüst, weil ihr seht schon, hier sind noch teilweise sind die Balken vermockert, weil es wieder geregnet hat. Klar, sie gehen nicht kaputt, aber es wäre irgendwie schade, wenn sie... Das können wir auch später noch nachreparieren, das machen wir jetzt so. So. So, bitte jetzt kein Drachenangriff. So, die glitschen hier oben, glaube ich, ein bisschen ineinander, weil das nicht exakt ist, aber das kriegen wir dann später hin. So, dann machen wir hier den Eingang. Wobei wir mal gucken müssten... Ist das Tor die 2 hoch? Ja, gell, oder? Ach nee, ist sogar höher. Gut, ich hätte auf jeden Fall gerne hier ein Tor, ein großes. Von daher setzen wir das jetzt hier so hin. Oder lassen wir es offen? Nee, wir machen zu. Wir machen zu. Ja, es klitscht so ein bisschen ineinander, aber das kriegen wir schon. Das ist nicht so schlimm. Das werden wir schon irgendwie ausgleichen. So, und dann müssten wir doch... nee, es gibt keine Senkrechtwände. Wie machen wir das denn jetzt zu? Wie machen wir jetzt die Lücken hier zu? Das ist ja doof. Können wir hier so einen Balken dazwischen klemmen? Aber ist doch scheiße, oder? Nicht glitschen. Der ist jetzt höher. What the fuck? Okay. Ja, hier bleibt eine Lücke. Es bleibt eine Lücke. Hier habe ich noch gar keine gesetzt. So, aus die Lücke. Passt das? Passt. Das ist zu. Das geht schon. Leichte Belüftungsschlitze. Oder wir lassen es offen, ne? Das ist auch eine gute Idee. Ich denke auch. Wir lassen es einfach offen.
Wir meinen jetzt einfach nur hier so, wie so ein Pavillon. Ich komme da nicht dran. So. Okay. Gut. Da noch. Da noch. Zack. Nee. Das Problem ist jetzt einfach, dass es gestückelt ist, aber ich sehe das auch nicht als Problem. Das glitscht halt so ein bisschen ineinander rein. Das passt schon. Hatte ich oben? Hatte ich da einen Querbalken gesetzt? Das habe ich jetzt da gar nicht gemacht. Egal. So, jetzt müssen wir das noch verbinden. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ist das der richtige Winkel? Ah ja, hier wird es wieder gerade. Weil, weiß ich nicht. Ist auch egal. Müssen uns keine Gedanken drum machen. Das passt aber nicht. Wie habe ich das da eben gemacht? Wie habe ich das eben so sauber verbunden? Ich weiß nicht wie, aber es hat funktioniert. Problem ist jetzt, was ich gerade sehe, das Dach, wenn wir das jetzt hochziehen, dann wird das durch den Schädel von Eiktö gehen. Oder? Nö, passt perfekt. Passt. Sitzt, passt, wackelt, hat Luft. Das machen wir so. So, wieso kriege ich das hier nicht hin? Das kriegen wir noch gemeinsam hin, oder? Wieso ist das hier jetzt um einen Millimeter verschoben? Ich weiß es nicht. Ich stelle es nicht in Frage. Meine Knurren da. Genau, die könnte ich auch mal füttern, nachdem die Drachen das letzte Mal angegriffen haben. Hat es ja die Schweine leicht dezimiert, wobei wir auch mal langsam gucken müssen, ob wir nicht Sterneschweine kriegen. Allein, um zuverlässig Fleisch rauszubekommen. So. Das sieht gut aus. Kein Holz. Da geht schon langsam das Holz zur Neige, was wir da geholt haben. So, da. So, wie kriegen wir jetzt
das Dach möglichst hübsch hier drauf. Das Oktagon ist gebaut. Hier unten fehlen noch ein paar Wände. Und die setzen wir jetzt auch noch ein. Schon wieder ein Tag rum, ne? Und schon wieder eine Folge. Ja, ich würde sagen, das bauen wir dann in den nächsten weiter, oder? Ich finde, das ist eine sehr schöne Grundlage, wo man so kann ich mich nicht verabschieden. Wir haben die Hälfte vergessen. Fusch am Bau. So, das ist doch eine sehr schöne Grundlage, oder nicht? Machen wir hier noch die Balken fertig. Wegen der Stabilität. Wenn mal wieder Drachen kommen und die Schweine wegschmelzen wollen, haben wir zumindest ein stabiles Portalhaus. Ah, das haben wir schon. Sind wir rundherum? Sind wir rundherum. Dann mache ich das jetzt aber auch noch fertig mit euch und dann machen wir einen Cut und dann gab es ein bisschen längere Baufolge. Nein. Sehr, sehr nice, Dude. Sehr, sehr nice, hat mein großer deutscher Dichter gesagt. Ihr Lieben, wir haben eine Baufolge gehabt. Dieses Ausprobieren und Testen, wie was am besten funktioniert, das ist halt immer schwierig. Deswegen mache ich das ganz gerne im Livestream. Wenn ihr das Unglück miterleben wollt, dann schaltet einfach mal im Livestream ein. Und ansonsten zur nächsten Folge von Wie baue ich einen komischen Kreis, wo Portale stehen sollen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.